Ja, müssen wir jetzt ausbaden. Jetzt kriege ich ein bisschen mehr Saft. Okay. So. Stahl haben wir bald genug. Glas brauche ich noch. Und einen Haufen Alu. Das kriegen wir. Das brauchen wir. So, dann muss ich die Elektronik hier ein bisschen verkaufen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld. Warte mal, das ist Glas. Aber bring das mal hier rein. Und hier hinten die Elektronik auch. Bitte bringt mir die mal. Ich brauche jetzt wirklich Geld. So, 300 Stahl, das geht doch langsam. Stahl ist auch gut was wert, muss ich sagen. Glas ist auch was wert. Oh, Glas hat sehr schönen Wert. Jawohl, wir können aufrüsten. Scheiß drauf, das Alu kaufen wir. Stufe 5 ist in the house. Yeah, man. So, Leute. Wir brauchen jetzt dieses Thermalkraftwerk, weil ich will nicht dauernd hier Strom kaufen müssen. Haben wir da nur irgendwo eins? Hier, so. Also, Strom ist einmal Roger. Dann brauche ich diesen Markt hier. Der ist das Wichtigste. Da ist das Geld drin. Plus das Hacker-Raster, da kann ich die Preise manipulieren und das Optimierungszentrum. Fürs Optimierungszentrum brauche ich aber das hier. So, und das ist unser Problem. Wir brauchen Kohlenstoff, Treibstoff und Energie. Also das wird sehr, sehr schwierig. Wenn ich das zukaufen muss, dann wird das teuer. Ja, darum würde ich sagen, wir machen vorläufig mal Richtung das hier. Aber das ist im Moment noch nicht bezahlbar. Das ist mein Problem. So, der Stahl ist viel wert, dann verkaufen wir das schnell. Glas ist auch viel wert, das verkaufe ich schnell. Und Elektronik, so. Elektronik behalte mal. Schau mal, immer die Preise gucken. Jawohl, das Essen ist was wert, weg damit. So, einen weiteren Claim. Ja, Claims sind okay, aber ich brauche halt Kohlenstoff, ne? Gut, Kohlenstoff hätte ich hier genug jetzt. Aber von denen zwei Fabriken bauen, das ist eine harte Sache. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl, weil sonst kostet es eh Geld ohne Ende. So, was brauche ich da? Kohlenstoff, Treibstoff. Also Treibstoff auf jeden Fall. Das heißt, ich muss noch so ein Ding hier kaufen. Wo haben wir die hingesetzt? Ich glaube hier. So, wenn ich da jetzt eins. 75% Boni, ja, das nehmen wir. Jetzt muss ich schauen, was braucht das Wasser? Hier kriege ich nur 50% Boni, aber dafür nimmt das Wasser wenigstens raus. Das ist scheiße. Aber was ist, wenn ich es da hinten hinsetze? Ja, hier brauche ich Wasser. Das ist das Wasser, ist aber im Moment eigentlich nicht so teuer. Da kriege ich, warte mal, 0,75, 0,38. Ja, da kriegt man mehr, aber hier holt er sich das Wasser wenigstens raus. Ja, ich setze es hier hin, obwohl ich da weniger krieg. Und wir brauchen ein Optimierungszentrum. Dazu brauche ich diese zwei Fabriken hier. Boah, wieso geht denn das so schnell gerade? Man kommt mir nur so schnell vor. So, ich verkaufe jetzt mal die Elektronik. Das ist preislich gesehen ganz in Ordnung. Ja, hier will ich jetzt nichts verkaufen. Ich möchte jetzt, jetzt muss ich mal Pause drücken. Ich möchte jetzt, jetzt sind wir nämlich nicht so schlecht dabei, Leute. Ja, jetzt können wir da mitmischen. Ich könnte zum Beispiel den hier aufkaufen. Der macht sich jetzt nicht so schlecht hier. Da brauche ich aber viel Geld. Wir brauchen hier 17.000 für einmal aufkaufen. Fünfmal, dann kann ich hier, beziehungsweise den da, da brauche ich noch mehr Geld. Das ist halt das. Die Aktie ist aber ziemlich oben. Ja, wir sind jetzt ganz gut dabei. Also im Moment mache ich es nicht so schlecht. Jetzt ist halt so, wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Also am besten wäre das hier kaufen, weil dann können wir viel Geld machen. Aber ich brauche sowieso diese Optimierungszentrum. Schauen wir mal. Wir brauchen Elektronik Unmengen. Wir brauchen Glas Unmengen. Und wir brauchen Stahl Unmengen. Also warte ich jetzt noch oder baue ich etwas? Das ist die Frage. Wenn ich das hier baue, das verbraucht Kohlenstoff, wo wir eh schon Minus haben. Aber gut, eine, zwei, wenn, dann müssen wir zwei bauen, ne? Aber ich kann das ja auch verkaufen dann, ne? Aber eine baue ich mal auf jeden Fall.
So, das bauen wir hier hin. Ach, scheiß drauf, wir bauen zwei. Dann kriege ich einen Bonus, 75. So, passt, wir bauen zwei und dann bauen wir das hier. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht Scheiß gebaut. Stahl gekauft schon mal. Frage, ob die Aktien... Ich kaufe... Wir müssen die sowieso aufkaufen. Aber wir müssen uns auch selber schützen dann. Das ist das. Was ich brauche, ist das hier. Wenn das jetzt schon einer von denen hat, dann geht's richtig auf den Latzus. Wir brauchen jetzt wirklich Unmengen Glas und Elektronik. Ja, ich lasse das jetzt mal zu mir liefern, hier das Zeug, dass ihr mal ein bisschen Übersicht habt. So, das ist Elektronik. Und das ist Glas. Das ist jetzt nicht das meiste, aber dass wir es einmal hier im Headquarter haben. Elektronik, Glas und Stahl wird jetzt nicht mehr verkauft. Den Rest kann man drüber reden. Hier kriege ich gute Preise gerade. So, O2 können wir ein bisschen was abgeben. Das behalte ich lieber. So, die kaufen sich gerade hier ein. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht aufgekauft werde. Ich muss ein bisschen auf mich sichern. Das heißt, Geld ist jetzt wichtig. Wie sieht's hier aus? Ja, der Preis geht runter, aber wir brauchen noch viel Elektronikglas. Auf jeden Fall muss das jetzt hier gekauft werden. Das ist das Wichtigste. Zur Not mit purer Gewalt, das heißt mit viel Geld ausgeben. Ich riskiere es jetzt mal, indem ich hier ein bisschen was verkaufe. Essen haben wir genug. Also mit Essen mache ich hier gutes Geld gerade. So, jetzt habe ich mal Wasser gekauft. Dann ist Ruhe immer mit Wasser. Wer verbraucht denn hier Wasser? Wir haben eine Wissenschaftler, okay. So, hier haben wir auch 20. Wir könnten auch die Produktion perfektionieren. Oder wir kaufen einen weiteren Claim. Ich gebe jetzt mal das Geld für einen Claim aus. Und dann werden wir ein Optimierungszentrum bauen. Ja? Das haue ich jetzt hier hin. Was ist hier? Ihr braucht Kohlenstoff. Ja, dann nehmt es euch. Ihr müsst es euch nur nehmen. Das verstehe ich nicht. Komm. Wenn die Kohlenstoff brauchen, dann sollen sie es nehmen. Der braucht Silizium. Ja, nehmt es euch, Leute. Einkaufen müsst ihr schon. Das müsste eigentlich automatisch funktionieren hier. Warte mal. Autoversorgen von chemischen Raffinerien. Gebäudeversorgen. Wenn du die Auto für das Gebäude anschaltest, wird es automatisch vom Markt kaufen. Ja, das schalten wir mal an. Und zwar pauschal. Das ist wichtig, damit wir hier auch produzieren ordentlich, ne? So, fertig. Das ist jetzt zwar ein bisschen ein teurer Spaß, aber dafür kriegen wir hier das, was wir brauchen. Ne? Ich brauche Elektronik. So, ich lasse mal wieder alles reinliefern hier. Dann haben wir bessere Übersicht. Also, wir brauchen Stahl, brauchen wir auch noch, ja, und vor allem Geld. Wie sieht's aus mit meinem Optimierungszentrum? Das wird mir sehr viel helfen. So, Essen muss rein, weil ich mache hier zu viel Minus. Nicht, dass wir mir mal aufgekauft werden. Ich muss mir auch langsam ein bisschen schützen hier. Ich gehe mal ein bisschen mich selbst hier aufkaufen, dass wir geschützt sind. Nicht, dass wir hier eine auf den Latz kriegen. So, sehr schön, der Preis ist gut. Ein Claim, okay, bis 30.000 sind wir dabei. Das ist ein teurer Spaß, aber okay. So, die sollen sich mal rumbieten hier. Ich kann es eh nicht aufhalten hier. Bis 30 gehe ich mit, 32 so, aber mehr nicht. Ich habe nicht so viel Geld. Beziehungsweise wir haben überhaupt kein Geld, genauer gesagt. Zu 36, mehr nicht. Das ist nicht wert sonst. Bitte ja nicht drauf, ihr Säcke. Okay, wir haben's. Was brauchen wir? Kohlenstoff können wir brauchen. Wie kriege ich das? Durch das hier. So. Da können wir noch einen daneben bauen, dann kriege ich richtig Asche. Wir könnten aber auch die Börsenpreise manipulieren, aber die sind mir wurscht. Ich brauche hier ein bisschen weniger Ausgaben. So, Energie haben wir genug, das ist nicht mein Problem. Sonst wird alles vom Markt gekauft hoffentlich, das haut hin. Wir haben alles, was ich brauche, ja. Genug Glas haben wir, Glas kann ich verkaufen, super Preis. Jetzt machen wir hier Asche, jawohl. So,
Elektronik brauchen wir. Jetzt lassen wir alles reinliefern, was wir haben. Komm, Elektronik. Ja, das ist Glas, aber egal, liefert es mir. So, nochmal 10 Elektronik und ich hoffe, ich komme jetzt damit klar, dass wir das kaufen können. Stahl brauche ich noch. So, was können wir verkaufen? Alu brauche ich nicht so viel. O2. Mann, das ist ein Arsch. Jetzt hat er uns gekriegt. Der Wixkind-KI, die Wixkind-KI. Irgendwas haben sie hier jetzt gemacht. So, mein Optimierungszentrum. Wir haben 80 von diesen Flaschen. Da können wir auch was machen jetzt langsam. Und zwar würde ich gerne die Kohlenstoffproduktion anregen. Auf der anderen Seite, wir regen die Elektronikproduktion an. Dann das Glas, das was Geld bringt halt. Und dann die Chemieprodukte. So, dann habe ich noch immer 20. Die haue ich in den Markt rein und wir kassieren Geld. Ich könnte es mir jetzt kaufen. Aber das würde sehr, sehr teuer werden. Ich warte nur eine Spur ab. Weil es geht hier ziemlich rund gerade. Also abwarten kostet nur Geld. Wenn die Gegner das zuerst haben, haben sie einen Vorteil, ne? Kommt, kommt, kommt. So, wisst ihr was? Ein letztes Mal lasse ich mir das hier alles liefern. Dass es nicht so teuer ist. Und wenn die hier sind, dann kaufen wir es. So, was können wir jetzt kaufen vom Geld? Wir könnten etwas ruinieren. Wer ist denn am weitesten voraus? Ich könnte ja irgendjemand da die Suppe versalzen. Schauen wir mal. Vielleicht Dynamit ist nicht so teuer. Irgendjemand hier die Suppe versalzen. Der hat sehr viel Stahl. Er hat eine Disco-Kugel. Was hast du? Sehr viel Essen. Was ist das da? O2 und so ein Scheiß. Wasser. Wasser. Der steht auf Wasser hier. So, und wen gibt's noch? Wo ist denn noch? Da fehlt noch einer. Hier ist noch einer. Was machst du? Stahl? Was ist das hier? Erzmine. Oh, der steht auf Eisen. Ja, ich will wirklich was Sinnvolles kaputt machen. Ich würde sagen, die Disco-Kugel. Wer ist denn am weitesten voraus? Ich würde sagen, der. Dann machen wir dem jetzt die Disco-Kugel hier kaputt. Oder können wir irgendwas klauen? Mal schauen. Bummelstreck kaufen. Das ist ein Schutz, das da. Ressourcentransporter sind außergewöhnlich robust und widerstandsfähig gegenüber allen natürlich auf dem Mars vorkommenden Phänomenen. Zum Glück kommen magnetische Schirme aber nicht. Also ein Sturm sorgt dafür, dass alle Transporter in Reichweite abstürzen. Ja. Aber wisst ihr was? Da bringt man, glaube ich, der Claim noch mehr. Ah, 30.000, Alter. Teurer Spaß. Oder wisst ihr was, wir machen es anders. Ich schütze mich und dann manipuliere ich meine Bücher, damit die hochgehen hier ein bisschen. Damit sie meinen Kurs verändert und ich noch schwerer aufgekauft werden kann. Das hat Sinn. So, jetzt habe ich natürlich zu wenig Geld für das hier. Das war wieder oberschlau von mir. Boah, dumm, dumm, dumm. Aber egal. Ich wollte eh nur die Ressourcen abwarten und dann wird es ja jetzt günstiger. Ihr seht es, aber nicht günstig genug. Fuck. Aber die Forschung, die spielt ja auch gut mit. So, Elektronik ist wichtig. Elektronik muss zu mir. Glas auch zu mir. So, wie viel Glas brauche ich nochmal? 100. Das heißt, hier kann ich Geld machen. Stahl haben wir auch genug, glaube ich. Nee, Stahl haben wir nicht genug. Das darf ich auf keinen Fall verkaufen. Essen. Da machen wir jetzt Asche. Und O2 ein bisschen. Hier machen wir... Oh Gott, ich habe viele Transportkosten. Da kommt jetzt einiges an. So, das müsste jetzt günstig genug werden, sage ich mal. Ja, 400 Stahl haben wir auch. Da kann ich nur einmal verkaufen. Und wir können es bauen. Jawohl. So, das setzen wir irgendwo hin. Nicht, dass da immer magnetischer Sturm dann ist. Auf der anderen Seite, das setzen wir hier draußen hin und fertig. So, wie sieht's bei dir aus? Jawohl. Produktion geht rauf. Wir können das hier verkaufen. Aber das lasse ich mal. Die Produktion muss ranfahren. Und zwar die Produktion von Kohlenstoff. Chemische Raffinerien, ja, das produzieren wir eigentlich nicht. Stahlproduktion können wir rauf, das ist was wert. Essensproduktion, genau. Dann die Chemikalienproduktion, weil das ist ordentlich was wert. Beziehungsweise die Produktion haben wir auch noch rauf. Und den Rest verkaufen wir in den Markt rein. So, Glas auch, das ist was wert. Jo, langsam funktioniert's und sobald das fertig ist, schießen wir hier irgendwas rauf, was ordentlich Asche bringt. Und dann werde ich immer das Dynamit nehmen und denen diese Offshore-Dingsbums da kaputt machen. Denn
Das ist was wert hier, jawohl, da machen wir Asche. Ja, also, vielleicht schaffen wir es jetzt, ich bin mir nicht The sicher, aber black market vielleicht. is online. So, der Black Market ist online. Wir manipulieren wieder unsere Bücher. Damit der Kurs nach oben geht. Ich hoffe, das funktioniert. Dann könnten wir auch ein bisschen Schulden abbezahlen. Ist auch nicht so unwichtig, Leute. Silizium hat einen Höhepunkt. Das ist schlecht. Ja, weil ich dauernd einkaufe. Das ist mies, mies, mies. Ja, Essen auf jeden Fall verkaufen. So. Ist es bald fertig? Jawohl. Da wird ordentlich geforscht. Da können wir gut Asche machen. Jawohl, 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 jawohl. So, wie sieht es jetzt hier aus? Jetzt muss man schauen. Wir verlieren durch Energie was. Ja, okay, durch Wasser. Das ist nur auszuhalten. Ja, das geht, ne? Wie kriegen wir Geld rein? So, warte mal, Schulden. Höhere Anleihenbewertung. Wir sind B. Das ist auch nicht gut. Bei 175k. Wir müssen da runter. So, jetzt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.